können, und auch da gibt es ganz viel, da können wir später nochmal ein bisschen drauf eingehen und wie gesagt eben ganz viel dazu in der App, in der Airbus Family and Friends App, die ein guter Helfer ist heute hier auf diesem Tag, auf dem Festival. Es ist wirklich ein Festival, ne? Es gibt Foodtrucks, es gibt Show, es gibt Musik, all das hier zum Beispiel auf der Hauptbühne. Und jetzt ist es Zeit für die Gastgeber. Und es ist ja so, dass hier am Standort in Bremen natürlich verschiedene Bereiche ansässig sind. Das ist ja eben auch eine wichtige Sache, die den Standort Bremen ausmacht, diese vielen verschiedenen Bereiche, diese Vielseitigkeit. Und das Ganze macht eben auch Sinn, dass wir jetzt hier öffnen, natürlich mit den Bereichsleitern machen.
So, wie ihr gesehen habt, Sicherheit wird hier groß geschrieben am Standort. Es geht los! Falls sich von euch jemand einen privat anschaffen will, die Dinger bringen nur 140 km/h mit 48 Tonnen. Und die Winterreifen kosten einiges. Ein Focke Wulf, original, den Motor an. Naja, eigentlich ist es kein Bremer Original, das ist ein betagter Skandinavier. Das ist ein alter Schwede, eine Lizenzproduktion aus Schweden, aber auch aus den 40er Jahren. Der braucht jetzt ungefähr 10 Minuten, bis der Motor so weit ist, dass er mit dem Display kommt. Und verteilt die Flyer von Quacks, damit ihr ein paar Informationen habt. Kommt hier die Stiefel und die beiden Piaggio. Platz. Was ist der Unterschied? Ein Flugfeld hat keine Betonung. Ah, Klaus Blaser hilft mit beim Schieben. So, und jetzt geht's los mit den Stiefeln. So, der erste Flug des Stieglitz fand hier in Bremen statt, 1932. Das Flugzeug war damals ein sehr erfolgreiches Modell, gemessen am Preis aber auch ein sehr teures Modell. Er kostet 19.000 Reichsmark. Vergleichsweise mit einem Umrechnungskurs von heute wären das ca. 100.000 Euro. Er ist auch in vielen Ländern in Lizenz gebaut worden, deswegen weiß man nicht so genau, wie das Ausbildungspflichtflugzeug für die deutsche Luftwaffe eingesetzt wird. Solche Flugmanöver macht man nicht bei der ersten Flugstart. Jetzt kann ich zu der Bewertung starten.
nicht von mir.